Wir stehen im Sportmegatrom in Schwäbisch Hall Teurershof neben Joachim Krämer und hinter uns wird eine neue Lasertag-Arena aufgebaut bzw. neu eröffnet. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Wir wollten was Neues im Freizeitbereich einfach anbieten und da es das hier im Umkreis nicht gibt und mega viel Spaß macht, haben wir es jetzt umgesetzt. Was Lasertag ist, das schauen wir uns doch am besten mal direkt in der Arena an. Ja, cool. Mega große Halle hier. Wir stehen jetzt hier in der riesen Laser-Arena. Für manche, die es vielleicht nicht kennen, was ist überhaupt Lasertag? Man kann es im Prinzip vergleichen mit Völkerball in einer neumodischen Variante. Oder ich sage immer Paintball, ein bisschen freundlicher und wo nicht ganz so schmerzt und einfach auch viel mehr Spaß macht. Okay. Und wie viele Personen können das spielen? Bei uns können aktuell maximal 20 parallel spielen, in einem Rhythmus von 15 Minuten. Und wann ist eure Eröffnung? Unsere Eröffnung ist jetzt diese Woche Freitag und Samstag, also der 10. und 11. Und ab da geht's los. Und wie genau funktioniert es, dieses Lasertag? Also weil jetzt ist ja noch alles hell hier. Genau, wenn der Spielmodus beginnt, erscheint ja alles im Schwarzlicht. Das heißt, dadurch kommen natürlich die Neonfarben viel mehr auch raus. Und die Spieler haben alle eine Weste an, die dann leuchtet. Und die erkennt man dann eben dadurch. Und dann ist es ja viel dunkler natürlich und eine ganz andere Atmosphäre wie jetzt mit Licht. Ich würde sagen, zu den Westen gehen wir jetzt mal. Vielleicht ziehen wir auch mal eine an und zeigen im Schwarzlicht, wie das dann aussieht. Ja, sehr gerne. Das sieht auf jeden Fall schon richtig interessant aus. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt, wenn man es anhat und wie das auch funktioniert. Kim, ich würde sagen, wir beide testen das einfach mal. Ja, legen wir los. Hat ganz schön Gewicht. Und das ist dann die Laserpistole. Genau, das ist der Phaser. Den kann man hier natürlich dann abnehmen. Zum Spielmodus. Und man hat dann immer beide Hände am Phaser dran. Das heißt, ich brauche jetzt wieder beide Hände frei. Okay, du machst jetzt das Schwarzlicht einmal für uns an, dass wir am besten zeigen können, wie das funktioniert. Ja, ich lege jetzt im Spielmodus los und dann erscheint die Halle im Schwarzlicht. Perfekt, ich bin so gespannt. Also Kim, für die kurze Zeit hat schon richtig viel Spaß gemacht, was auch noch richtig cool ist. Du bist jetzt auch bei uns im Hohenloher Leben Club dabei. Das heißt, wer Mitglied bei uns wird, kriegt da auch noch eine Vergünstigung. Genau, ihr bekommt den Member-Rabatt. Das heißt, ihr bekommt für jedes Spiel bei uns einen Rabatt und zeigt einfach eure Mitgliedschaft vor. Deswegen Mitglied werden und bei der Kim vorbeischauen und Lasertag spielen, weil es hat richtig viel Spaß gemacht. Wann beginnt die Eröffnung eigentlich von der Uhrzeit her? Es beginnt morgen am Freitag um 15 Uhr und die Eröffnung geht sozusagen bis Samstag um 22 Uhr und dann könnt ihr jederzeit zu unseren ganz normalen Öffnungszeiten zum Spielen vorbeikommen. Cool, vielen Dank für deinen Einblick, war richtig cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.